Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets Remastered. Ganz genau, und ich habe hier doch direkt gehört, wie sich die alliierten Truppen nähern. Aber von wo kommen sie denn da? Mensch, von wo kommen die denn? Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal weiter an. Hier ist eine Patrouille. Und ja, beim letzten Mal waren wir hier in Mission 5 schon angekommen. Und ja, wir machen jetzt hier einfach alles platt. So. Und Alarm, Alarm, was? Was, was? Och, die! Ja, aber was zur Hölle? Moment, lass mich mal langsam. Mach mal langsam, Leute. Ich bin doch gerade erst hier in der nächsten Folge da angekommen. So. Was zur Hölle? Da unten kommt schon wieder was. Oh, Tesla-Spule, Gott sei Dank. Da, Gott sei Dank habe ich da eine Tesla-Spule stehen, ey. Mann. Gut, da kommt aber wieder... was zur... So. Gut. Da muss ich die echt mal von selber lenken. Ja, was ist denn nur mit den neuen U-Booten? Verdammt nochmal. Da kommen die Zerstörer angeschissen, aber... Was ist denn nur mit den neuen U-Booten, Mann? Hä? Warum sind die Dinger halb im Arsch? So, da kommt er schon wieder mit ein paar Einheiten. So, ja, toll. So. So, putz. Weg damit. Ich habe eine Tesla-Spule da zum Glück. Jo, dann auch diese MiG da im Arsch, ja, verdammt. So, wir müssen das hier platt machen. Gehen Sie zu W.D. Eine Leuchtfackel markiert ihn. Was für W.D? Wo ist der? Och, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Oh, der haut ab, das ist schon mal gut. Dann macht das platt da. W.D. Wo ist denn W.D? Oh. Ich habe keine Ahnung gerade. Ah! Da, okay. Alles klar. Ihr sollt das platt machen, habe ich gesagt. Was zur... Schiffe! Oh, Leute, nein! Was zur... Oh, ihr sollt dahin fahren, Mann! Verdammt, ja, der macht mich jetzt platt hier, ne? Ja, toll. Der macht mich jetzt aber sowas von platt. Habe ich das dann verloren? Ja... Das, nutzen Sie die neuen U-Boote, dass Sie unsere Anlagen zerstören. Ja, toll. Ich kriege ja keine neuen U-Boote. Was soll denn das? Also wirklich. So. Boah, Zerstörer. Ich hasse die Teile, ey. Wenn sie nicht auf meiner Seite sind. So, W.D. Mann. Oh. Oh, da sind sie. Oder was? Hä? Das sind stinknormale U-Boote. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ja gut, egal, ich habe auf jeden Fall einen Bauhof. Das ist schon mal viel wert jetzt. Das sind stinknormale U-Boote, was soll denn das? Das sind keine neuen U-Boote. So. Ja, ich muss auf jeden Fall möglichst schnell jetzt hier die U-Boote bauen, Mann. So. Ah! Moment, Technologiezentrum. Moment, ich glaube... komme ich hier überhaupt raus? Komme ich hier überhaupt raus? Verdammt! Was zur... Was zur... das denn? Oh Mann, Leute. Atom-U-Boote! Richtig krass, ja. Die schießen Atombomben. Oh Mann, ist das so geil. Das ist so herrlich, Leute. Gut. Dann muss ich jetzt hier diese scheiß Schlachtkreuzer platt machen. So, probier das mal zu reparieren. So. Das Tech-Zentrum hätte ich gar nicht aufbauen müssen, ne? So. Dann die ganzen Atomdinger hier, oh Mann, Leute. Das ist doch bescheuert. Ihr Russen, ihr seid doch beknackt. Schaut euch das an. Atombomben. Wie geil. W
Wie geil einfach nur. So. Ich könnte. Die können nämlich auch auf Land schießen. Das ist das, Leute. Die neuen U-Boote von den Russen, die können auch auf Land schießen, aber das sind normalerweise Raketen und keine Atombomben. Na gut, da versucht er auf jeden Fall schon mal angeschissen zu kommen. Ha, vergiss es, Junge. So. So. Einfach den Weg absperren hier. So. Einfach platt machen. Und uns. Sehr geil. Sehr schön. Und der Bildschirm wackelt noch. Ja, liebe Leute. So haben wir Anfang der Folge direkt eine Mission abgeschlossen. Das war natürlich mal mega geil. Russen. So, liebe Leute. Das war's schon. Wohnungsgalerie freischalten. Abschließend Österreich. Das Feld der Ehre. Tiberian Sun. Gucke ich mir direkt mal an, die Bonusgalerie. So. Beim letzten Mal hatten wir ja die englische Cutscene gehabt, ne? Ich weiß nicht, warum die beim letzten Mal auf Englisch war. Aber ja. So, ich möchte nicht gespoilert werden. Was zur Hölle? Die Stimme kenne ich doch. Moment. Moment. Oh, gut, Leute. Frank Klepacki und The Tiberian Sons. Die Tiberian Sons sind eine Band, die von Tony Dickinson, der auch Bassist bei Trans-Siberian Orchestra ist, gegründet wurde und sich auf harte Rock-Remixe von Videospiel-Soundtracks spezialisiert. Ihr Name zeigt bereits, wie sehr sie Command & Conquer lieben, und die Band hat gleich zu Beginn einen wahnsinnigen Remix von Hellmarsch zusammen mit anderen Videospieltracks veröffentlicht. Frank stand seit Beginn des Projektes mit Tony in Kontakt, und nachdem er auch Kontakt mit den Organisatoren des MacFest aufgenommen hatte, bat Frank die Band, mit ihm zusammen die besten Tracks aus Command & Conquer live zu spielen. Daraufhin hat die Band diese Live-Arrangements mit Frank zusammen auch im Studio aufgenommen, als Bonus für die offizielle Remastered-Version von COC. Du kannst dir diese Version in den Bonus-Optionen der Jukebox anhören oder das Spiel mit der Bonus-Musik-Audio-Option beginnen. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Ja, das sind also die diese ganzen coolen Soundtracks hier komponiert haben. Okay, cool. Von links nach rechts. Mark Noel, Bass, Travis Moberg, Schlagzeug, Frank Leplucky, Gitarre, Keyboard und Schlagzeug. Tony Dickinson, Gitarre, Keyboard, Bass. Connor Engstrom, Leadgitarre. Werbefoto von der Live-Aufführung. Artwork von ihrem Head of Visuals, Nate Forsch, Horsfell. Interessant, liebe Leute. Cool, da kommt also der Remix her. Interessant. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Missionsauswahl. Gehen wir direkt weiter nach Österreich, Mission 2. Belagerung. Okay. Ich habe da eben eine altbekannte Stimme gehört, das möchte ich jetzt gerne erstmal verifizieren. Wenn es die ist, dann ist es geil. So, eine unserer wichtigsten Kommandozentralen in Europa wurde sabotiert. Der Saboteur hat an sämtlichen wichtigen Stellen Sprengladungen angebracht und kann diese hochjagen, wann immer er will. Wenn die Ladungen gezündet werden, können wir uns nicht mehr gegen die Alliierten in diesem Gebiet zur Wehr setzen und unsere Kommandozentrale wird fallen. Sie müssen dies verhindern. Spüren Sie den Saboteur auf und eliminieren Sie ihn. Sobald dies gelingt, schalten Sie die Truppen der Alliierten in diesem Gebiet aus und stellen Sie sicher, dass unsere Kommandozentrale intakt bleibt. Ah, okay. Er ist nicht auf unserer Seite. Das ist kacke, Leute. Das ist echt schade. Ja gut, aber auf jeden Fall kenne ich diese Stimme. Das ist der, ja, was soll ich sagen? Das ist der, Kommando aus dem Tiberium-Konflikt. Genau, Saboteur, ja. Das ist der Kommando aus dem Tiberium-Konflikt, Mann. Ja gut, egal. Oh, was zur Hölle? Was ist mit meiner Maus passiert hier? So, egal. Wir haben wieder keinen Bauhof. Der hat den platt gemacht, der Sack. Ja. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Hier sind Hunde. Ein paar Manneken. Habe ich keine Raketen-U-Boote? Nein, leider nicht. Okay, egal. Kampfpanzer jede Menge. Schon mal gut. Und gleich wieder Gottes Segen hier, ja. Riesige Basis, ne? Schau euch das an. Riesige Basis hier. Ah, Wachhund. Was zur...
Hörst du mal auf? Boah, was für ein Penner. Der macht meine ganze Basis platt hier. So. Der kein Geld. Verdammt. Aber ich muss doch, ich kann doch eigentlich theoretisch, nein, kann ich nicht. Scheiße, die Brücke ist im Arsch. Ach, Leute. Wir müssen auf jeden Fall schnell sein. Das ist interessant, Leute. So. Ah, wieder Gottes Segen hier. Oh. Genau. Da haben wir ihn wieder. Gottes Segen hier. Damit muss das doch jetzt gut laufen, ey. Tretminenleger, was will ich denn mit dem Tretminenleger, um Gottes Willen? Brauche ich nicht, Leute. Oh, und ja, liebe Leute, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Command & Conquer. Und ja, hoffe ich, dass euch das nach wie vor mal hier gefällt, ne? Wie wir hier weiter die Gegenschlagkampagne durchspielen. Das ist ja mal mega interessant. Oh, da ist schon ein Zerstörer. Seht ihr das? Oh! Dein Ernst? Ein Zerstörer. Danke, du Penner. Wichser? Oder so? Oh, da muss ich Flachs verkaufen. Damit die Tesla-Spulen mal wieder funktionieren. So. Und die Silos hier. So, zack. Meine Fresse. Was soll ich denn dagegen machen? Ich muss den so schnell wie möglich ausschalten, ja. Oh, der hat doch hier Schiffe überall, Mann. Ja, toll. Jetzt ist der aufgetaucht. Alter. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Wo kann ich denn hier landen, verdammt nochmal? Ja, da muss ich am besten noch erstmal eine Basis platt machen, ne? Scheiße. Statistik, ja, ja. Was ist da oben? Da ist er jetzt. Da ist er jetzt. Oh, dieser Sack, ey, wirklich. Gut, egal. Ich würde sagen, nimm dir das Team 1 und fahr mal direkt dahin. So, ich habe keine Lust mehr auf den Scheißtypen. So. Ich muss platt machen, ey. Was zur... Ach, Mannequin. Mannequin, mein Gott. Gut, liebe Leute, dann einfach reinfahren. So, einfach platt machen, die Scheiße hier, so. So. Einfach platt machen, bevor der unsere ganze Basis hier erledigt, Mann. So. So, wo ist der? Der haut ab, der Sack. Der Penner haut ab, ey, ja. Das ist... Der Penner haut echt ab. So. Und Butz, weg mit dem Scheiß. Weg mit der Basis hier vor allem. So. Und... Ja, ja, was haben wir denn da? Mannequin. Ja, was soll's. So. Und rums, weg damit. Ich habe kein Geld mehr. Warum ich kein Geld mehr, Mann? Mach diesen Hubschrauber platt. Ach, verdammt. Da. Und. So. So. Dann haben wir ja jetzt schon mal hier, voll über die Flamme fahren. Haben wir jetzt schon mal hier die erste Basis platt gemacht. So. Oh, der macht uns ziemlich fertig hier, ne? Muss ich sagen. Ey. So, da oben. Was zur Hölle? Da oben, Leute. Fahr da rein, los. Vielleicht haben wir die Mission ja dann schon geschafft, ne? So, da oben. Da, der muss doch da drinnen sein, oder? Ein Spion wurde getötet. Sehr schön. So, putz. Müssen wir noch alles platt machen hier, oder? Denke ich mal schon, ja. So, dann. Dann überfahren. Einfach. So. Oh, sehr schön, Leute. Wir haben diesen scheiß Kommando zumindest schon mal ausgeschaltet, Mann. Das ist doch schon mal viel wert, ey. Was zur... Was zur... Hört ihr auf? Was soll das denn? Oh, oh, schaut mal hier. Da ist eine Basis. Ja, dann mache ich noch ein bisschen Schaden hier, so viel wie es geht. Und dann diesen Hubschrauber da... Diese scheiß Heliports hier platt machen, ja. So, rums und rums. Sehr schön. Weg mit dem Hubschrauber da. So. Alles klar, Leute. Geil, dann würde ich sagen. Haben wir den Alliierten schon echt schnell platt gemacht hier, muss ich sagen. Rums. Boah, Kampfpanzer, ey, echt geil von den Russen. Schaut euch die an. So, der Spion ist weg. Schon mal gut. Und beziehungsweise, ja, doch, Spion.
Saboteur, ja. So. Dann muss ich mal gucken, wie ich hier hinkomme. Ja. Kriegt ihr den Bauf? Nö. Ein Jeep! Was? Okay. Leute, wo ist mein zweiter Sammler eigentlich? Ich habe doch zwei Sammler gehabt. Haben sie den platt gemacht, ne, die Säcke. Gut, egal, dann. Sammler bauen, los. Oh, Hubschrauber, ihr geht mir auf den Sack. So, dann würde ich sagen, sammelt euch nochmal. Sammelt euch mal hier unten. Ja. Ich habe keine Flachs mehr, das ist das Doofe, ne? Gut, egal. Manneken, kommt mal bitte hier unten hin. So. Sehr schön, da habe ich nämlich meine vier Transportschiffe. Der Penner, dieser Penner, ne? Fall auf meinen Sammler fokussieren, ich habe nichts, was das verhindern kann. Ja gut, egal. Den kriegt er eh nicht. So, ich habe noch zwei Sammler sogar, ja? Ja, Leute, ist ja... Oh, du Scheiße, was? Da unten steht keine Tesla-Spule mehr? Ja gut, egal. Da ist... Ja, ja, gut, klar. So, dann erkunde ich mal ein bisschen mit dem Manneken hier die Karte. So, 4-4. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch das hier gefällt. Und oh nein! Jetzt macht nicht noch meine letzte Verteidigung im Arsch, du Sack. Du Penner, ey! Wirklich? Anscheinend. Na gut, okay. Alles klar, dann... Ich bräuchte eigentlich einen Bauhof hier oder sowas, ey. Aber gut. Und U-Boote brauche ich noch zwei Stück. Wir müssen jetzt nämlich einfach nur hier die Alliierten platt machen. Der hat diesen einen Hubschrauber da, ne? Der nervt so richtig, ey. Aber gut, nicht schlimm. Kriegen wir auch so hin. Ich würde sagen, dann mache ich auch da oben die Basis zuerst platt. So, liebe Leute, einfach mal weiter erkunden hier. Während wir hier wieder mal auf die Kohle warten. Aber so schwer war die Mission jetzt nicht. Man muss halt einfach nur schnell sein, ne? So. Man muss halt echt einfach nur... Oh, Jeeps! Was wollen die denn jetzt hier auch? Mann! Genau die Kontereinheit nehmen. Mann, Mann, Mann. Genau die Kontereinheit. Der Hubschrauber geht mir echt auf den Sack. So. Ja gut, egal. Ich brauche einfach Edelsteine, ne? Was? Wo sammelt ihr eigentlich? Sammelt doch da unten, Mann. Was will er jetzt mit dem Jeep hier unten? Okay. Och, du Sack. Du Penner, ey. Dein Ernst? Dein Ernst, Mann? Lass den Sammler in Ruhe. So. Alter, was zur... Ja, der Sammler ist weg. Ciao. Penner, ey. Nee, 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 nee. Nicht den auch noch. Nicht den auch noch. Vergiss es. Boah! Boah, dieser Penner. Dieser Penner. Ich glaub's nicht. Ey. Langsam reicht's aber. Macht er mir noch alle meine Sammler im Arsch hier. Verdammter alliierter Penner, ey. So. Gut, dann sammel du bitte Edelsteine. Meine Fresse. Dein Ernst? Anscheinend, ja. So, dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt den Angriff hier. Dann werde ich mal da oben hinfahren jetzt. Wobei, der hat hier unten auch noch so ein paar Sachen, ne? Das macht mich auch ein bisschen nervös. Ich habe auch nichts mehr, womit ich mich verteidigen kann hier, außer diese Tesla-Spulen. So, der geht natürlich voll da drauf, ne? Ist klar. Oh, shit! Oh shit, Mann. Oh Gott. Nein, nein, keine Raketenwerfer fahren, verdammt. Ich muss die Sachen hier reparieren, ganz dringend. So. Und Team 1, machen wir bitte diese Einheiten da platt. Die machen mich nervös, Mann. So. Und putz und weg damit. So. Gut, dann fahrt dahin. Ach, verdammt. Ja, das ist echt anstrengend.
Wobei das Ziel ja einfach ist. Ne? Der kommt halt nur gerne angeschissen. Und ich brauche halt Sammler. Da kommt er schon wieder. Oh, weg mit dem Panzer. Und Gummipanzer. Nein, 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 nein. Lass den mal schön da reinfahren. Ja. Da. Und weg damit. So, dann sind wir jetzt hier. Da habe ich diese Transporter gar nicht gebraucht. Ey, shit. Und einmal Wasser drüber gießen, genau. Und ja, da würde ich sagen, machen wir die mal platt hier. Bei den Russen ist ja das Gute, man braucht ja nicht viele Einheiten, ne? Man braucht nicht so viele Einheiten. So, noch ein Sammler. Der sammelt mal bitte schön die Edelsteine auf. So. Oh, sehr gut. Hat er schon, haben sie schon hier ein bisschen was platt gemacht. Das ist ja schon mal sehr gut. So, da macht das Ding hier platt. Los. Die Basis hier. Zack. Und zack. Ja. Und dann würde ich sagen, fahr dir einfach platt da. Los. So. Und den Gummipanzer. Ja, unbedingt diesen scheiß Hubschrauber, der nervt mich mittlerweile wirklich. Diesen Dreckshubschrauber da. So. Der hat mir einen Sammler geklaut, verdammt nochmal. So. Sehr schön. Zack. Und hier wegmachen. Den Scheiß. Und Butz. Und Rums. Genau. Sehr nice. So, liebe Leute. Ja, würde ich sagen, haben wir das gleich geschafft und ganze Team 1 bitte. Alles drauf da, los. Ja, Kreuz. Zerstörer. Den kriegt er platt. Sehr geil. So. Und dann am besten da oben hinfahren noch und jetzt nehme ich mal meine drei U-Boote. Und mach da oben diesen Zerstörer platt. So. Und tschüss. Sehr schön. So. Gut, Leute, dann haben wir uns mal ein bisschen befreit hier von den... aus dem Würgegriff, sozusagen, von den Alliierten. Und, ja. Dann machen wir mal hier auf dem Seeweg ein bisschen weiter. Wir haben noch 8... Nein, 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 um Gottes Willen, da steht schon ein scheiß Turm. So. Leute, der schießt nicht. Ja gut, dann ist das sein Pech, wenn er nicht schießt. Gut, liebe Leute, wir müssen natürlich mal wieder alles platt machen hier, ne, klar. Und dann schießt da drauf da los. Ja, genau. Noch einmal kurz in die Ecke fahren. Weil wir haben ja mal wieder keine Spionageflugzeuge. Ne? Das ist ja richtig nervig. Und gut, dann machen wir uns gleich auf den Weg zum letzten Angriff hier auf diese übrig gebliebene Basis. So, dann habe ich die gar nicht gebraucht. Shit, kann ich die irgendwie verkaufen oder so? Nee, kann ich die verkaufen? Nee, kann ich leider nicht, oder? Naja, ich kann die nicht verkaufen, das ist blöd. Leute, das ist echt blöd, aber nicht schlimm. Hier ist sowieso nichts mehr. Ach, okay. Ja gut, na dann. Dann ist okay, dann. Steht noch so ein blöder Turm da. Die Einheiten sind noch nicht mal da, das ist ja wohl nicht wahr. Okay, egal. Liebe Leute, das war's. Auf dem Seeweg war's das jetzt zumindest schon mal. Ist schon mal gut. Dann kann ich auch ein paar Gebäude hier verkaufen, oder? Ich sag mal so, die Energie hier brauche ich ja nicht mehr. So. Steht auch noch eine Energieradar, brauche ich noch, klar. Gut, dann sammelt ihr euch mal da, bitte. Dann haben wir auch schon wieder genug eigentlich. Genug Einheiten. So, die zwei Männchen können schon mal ein bisschen erforschen. Ja. Dann würde ich sagen, schaffen wir diese Mission wahrscheinlich sogar in dieser Folge noch. Ne? Könnt ihr das erforschen da? Sehr gut. Und ja, liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit nach wie vor in dieser Corona-Pandemie. Ja, bei uns ist wieder, wir bleiben zu Hause angesagt hier. Zumindest in Köln und das ist nicht so schön. Aber was soll man machen? Das ist halt im Moment einfach so, ne? Und dagegen zu protestieren oder so bringt halt auch nichts. Deshalb, ja, befolgt man das halt einfach, ne? Weil es ja auch der Allgemeinheit dient, ne?
Ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also seid ihr davon betroffen, groß, oder sagt ihr euch, scheiß drauf, ich mach's nicht, oder würde mich mal interessieren, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Während ich hier nach wie vor die Karte noch ein bisschen erkunde. So, einfach mal ein paar Einheiten in Auftrag geben. Oh, mit der geilen Mucke. Oh ja. Diese Mucke ist einfach so geil. So, liebe Leute, dann. Dann zack. Einfach schön erkunden hier. Schon mal mit den Medikern vorpreschen. Da ist nämlich schon die Basis, seht ihr? Da ist nämlich die Basis. Ja gut, dann probiert einfach reinzulaufen. Da ist ein Bunker. Der wird euch wahrscheinlich platt machen. Ganz genau. Oh, schau ich das an. Okay. Dann können wir mal mit den vernünftigen Einheiten hier drauf. Ja, einfach platt machen, den Scheiß. Ja, ums. Ums. Zack, weg. Den Kampfpanzer. So. Und das war's dann mit der Mission. Cool, Leute, korrekt. So, einfach alle überfahren. Einfach alle überfahren hier, so, zack. Bisschen Wasser drüber gießen. Ja. Den Bau auf platt machen. Ja, ums. Der hat den Flak verkauft. Warum hat der den Flak verkauft? Dann mach diesen Hubschrauber weg. Mach diesen Hubschrauber da platt. So. Du sollst diesen Hubschrauber platt machen. Mach jetzt diesen Hubschrauber da platt, mein Gott. Ey, das kann's ja wohl jetzt echt nicht sein, oder? Ja, sehr gut. Okay, da muss ich einfach drauf abwarten. So. Und bumm. Dieser Hubschrauber. So. Und weitermachen. Ja. Ja, da haben wir gewonnen, Leute. Die Mission haben wir. Tatsächlich in dieser Folge. Das ist ja mal mega nice. Und ums. Ja. Und den Menü platt machen. Hier unten ist auch noch was. Ein paar Türmchen. Ja, gut, komm. Scheißegal. So, und zack. Och, nö. Ach. Ach, 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 ach. Der Turm. Alles klar. Oh Mann. Stimmt, da war noch was. Dieser Turm da. So. Alles klar, cool, Leute. Dann haben wir hier aber hoffentlich nichts mehr, ne? Die Karte ist ja auch wieder riesengroß. ja. Schauen wir mal. Also. Ihr sollt da drauf schießen, Mann. Ah, das ist sein letzter Turm hier. Putz. Das ist noch ein Bunker? Okay, krass. Krass, Leute, hier steht sogar noch was. Hab ich beim letzten Mal völlig übersehen hier. Das ist noch ein Radar von ihm. Krass. Einfach überfahren. Dann war's das halt jetzt. Mein Gott. Cool, Leute. Mission 5 auch schon geschafft. Batz. Genau, CCCP. Und ja, dann würde ich sagen, passt das perfekt zum Folgenende, würde ich mal sagen. Und genau, Bonusgalerie freischalten, abschließen, Österreich Belagerung. Cool. Leute, schon ich habe halt 269 Alliierte platt gemacht. Okay, wunderbar, Leute, würde ich sagen, gucke ich mir jetzt noch kurz die Bonusgalerie an. Wenn ich denn dürfte, bitte. Wenn es nicht wieder eine Schneemission ist, bitte keine Schneemission. Es ist eine Schneemission. Gott. Egal. Gut, Leute, Bonusgalerie hier. Was haben wir denn da? Beeindruckende Ausstellung von Ausrüstung. Frank DePacky in seinem Büro. Die beeindruckende Ansammlung von Musikequipment gehört dem letzten Jahrhundert an. Ah. Schon altbacken, muss man sagen, mit dem PC da und alles. Ein Großteil der Arbeit dieses Equipments wird heutzutage von Software übernommen. Ja, das ist schon krass, dieser Wandel, der da passiert ist, ne? Wenn man mal überlegt, dass die Command & Conquer vor über 20 Jahren entwickelt haben. Da sah es noch so aus und nicht hier mit Laptops und so, Tablets. Naja gut, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne?
Tschüss.